Einen wunderschönen guten Tag zu einer Runde Punch Club. Da haben wir einen Grauhut. Und ja, da chillen wir am Teddybär da. Ja, 150 Euro geschenkt, Alter. Erstmal Geld auftreiben. Auf was wartest du denn? Dass sich brennt oder was? Leicht überfordert, was ich tun soll. Ach, hier ist ein Keller. Mal so ein bisschen reingeschissen, glaube ich. Wie machen wir das denn jetzt? Komm. Komm, Carlo. Wow. Ja. Ich glaube, der macht uns, oder? Ja, so ein bisschen. Wir stacken so ein bisschen, ne? Wenn man mal die Kämpfe hier ist, auch okay. Liefern wir halt Pizza. Dann ist es so. Und kloppen wir jetzt ein bisschen. Aber dann ist es jetzt so. Wir müssen halt den täglichen Income erhöhen. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder die lustigen Gammelaufgaben hier machen.
Das war ein bisschen dumm. Naja. Haben wir es doch schon fast geschafft. Wir hätten das einfach vorhin schon da reindrücken sollen. Naja. So, noch einmal. Ab nach Hause. Ja, habe ich gerade auch. Oh, was ist jetzt los? Gesehen. Ich schmeiß mir einfach hier eine Kaffeebohne rein, dann passt das. Oh, auf geht's. Diese Promo-Kacke immer. $50, ist doch super. So, jetzt gehen wir noch eine knacken. So, jetzt gehen wir mal ja, eine Runde trainieren, ne? Wir hätten das alles ins Geld stecken sollen. Also in die täglichen Einnahmen. Hau den Reifen, hau den Reifen, da da da, da da da. Siehst du nicht die Ampeln, siehst du nicht die Ampeln, Ferre, Jacke, bla 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 bla. Eben noch nach oben gehen. Den Kingpin-Typen hier anquatschen.
diese Affenshow da, ne? Fertig. Jetzt machen wir eben das hier. Party, yo, 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 yo. Dass ich das überhaupt machen muss, ist auch irgendwie, ja, fail. Ich ja gar nicht mehr zum Trainieren, ne? Ein bisschen schwierig das Ganze, glaube ich. Wir droppen halt jetzt krass wieder runter, ne? Wir müssen jetzt so diese Shenanigans ausnutzen. Jetzt hart runter, ich weiß. Das ist auch nicht gut. Aber der Beat reißt einen halt mit, ne? Der Toddler reißt einen mit. Oh, einfach die Faust hochreißen, reicht dann auch, ne? Das ist ein Geschenk. Das will jetzt die Bitch, aber gut. Das habe ich jetzt nicht so laut gesagt, ne? Wir machen das jetzt noch einmal, damit unsere Tageseinnahmen hochgehen. Einfach nur alleine der Pendler, der die ganze Zeit nur Zeitung liest und der kocht da so. Hier in meinen Keller ein bisschen pumpen. Das jetzt zumindest wieder hoch, ne? Hier. Dass ich mir keine Sachen für meine eigene Halle gekauft habe, da für die Garage, weil hier ist ja alles umsonst. So mal, ich Liegestütze übrigens auch immer einarmig, damit der andere Arm nicht belastet wird. Das nennt sich Arbeitsteilung, glaube ich.
Ja, es ist einfach nur eine Aufbaufolge, ne? Wir müssen wieder was anderes machen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja. Wenn man da knacken wäre vielleicht nicht schlecht. Bisschen aufs Laufband. Ist schon nicht verkehrt. So, müssen uns jetzt wieder stabilisieren. Ja, mal schnell was schnell polieren. Truthahn oder so. Bam. Rein. Jetzt, Bams in sein Gesicht, Alter. Da waren schon die Punches. Easy. Auf die Bretter geschickt. Weiter. Weiter. Viele Roboter kann er da gar nicht haben, die ich da schon verprügelt habe. Easy. Easy, easy, easy. Und weiter. Ja, das ist der Dodgeman. Zwei, drei gezielte Schläge in sein Gesicht und der ist halt weg, ne? Die ganzen Shin-Shin-Nedikens hier. Ja, der war gemein. Oh, Knockout. Oh, wir sind Knockout, okay. Schwierig. Müssen wir leider gehen wieder, also, wir haben nicht genug Leben. Nimm den Preis. Dann haben wir da nichts mitbekommen, oder? Warte mal ganz kurz.
Erstmal hier. Blopp. Man kann theoretisch ewig skalieren mit diesen Robotern da. Das ist schon irgendwie ein bisschen weirdo. Schön da so an den komischen Baum rumhängen. Am Tag? Nicht schlecht. Steuerfrei. 1500 Euro im Monat. Das ist dann wiederum nicht sehr viel. Schön nach oben pumpen. Sieht so ein bisschen aus wie Zangief in seinen jüngeren Jahren. Geht weiter, guckt euch den Film an. Einfach nur super gut. So. Schön mal schnabulieren gehen. Wie viele Roboterteile sind das nochmal gewesen? Und raus. Jo, passt. Was Kleines. Runde Kräuterschnaps oder so. Wird halt wieder eine längere Folge. Ich würde das noch auf 10 kriegen und dann wollte ich nochmal die Roboter verprügeln. Schön auf den Müll, auf die Tretmine hier. Ja, so Laufbänder, die sind so schräg hoch, die sind super lustig.
Raus rein. Und weg. Die hauen wir gut weg. Also den ersten, der ist immer ziemliches Opfer. Müssen das halt auf 10 kriegen, dann ist das besser. Jetzt. Ja, der tritt halt auch zu, ne? Easy. Weiter. Weiter. Das war weird. Ja, müssen wir ja noch immer. Die Runde tatsächlich verloren. Das ist wild. Haben wir nichts gewonnen. Das war wild. In der normalen Welt würde ich einfach die Bullen rufen, ne? Oder Knarre mitnehmen. Also. Hm. Dass man nicht runtergehen kann, ne? Schon anders wird das Spiel. Nicht so wie Route 66, aber das hier ist ja schon lange nicht Early Access gewesen. Das war ja noch nie Early Access, wenn ich mich erinnern kann. Damals Full Release raus. Schön laufen. Da ein Brett hingenagelt hat, damit er mit den der Ferse höher ist. Glaubt ihr das alles? Ist sogar ein Auswechselhammer. Und los geht's. Übelst die Mucke, Mann. Yeah.
3, 2 und da ist es auch schon. Und it's Hammer Time. So, wenn das ungefähr auf Mitte ist, genau. Werden wir uns jetzt hier so ein Lämpchen reinorgeln. Es gibt nichts zu essen. Er wird unhappy, wenn er Kaviar isst. Das kann ich halt nicht verstehen. Aber wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wir haben es zwar nicht bis zur 13.10.10 geschafft, aber so geht's halt auch. Die Shin-Shin-Elegans sind klar. Bis dahin, ciao, ciao.